Herzlich willkommen zu meinem Kleiderschrank Makeover. Heute werde ich euch zeigen, wie ich meinen Kleiderschrank ausmiste, wie ich ihn neu einräume und wie ich alles nach der Marie Kondo Methode sortiere. Als ich vor einem Jahr in diese Wohnung gezogen bin, habe ich mir einen neuen Kleiderschrank gekauft, und zwar ist das das Bug-System von IKEA, das ich wirklich nur empfehlen kann, da man sich einfach nach seinen Wünschen und Bedürfnissen den Kleiderschrank zusammenstellen kann. Ich habe tatsächlich insgesamt 3 Tage gebraucht, bis alles fertig war. Also nehmt euch ausreichend Zeit, stattet euch vorher aus mit Kleiderbügel etc. Und ich hoffe, dass ihr durch meine Methode, ist gleich Marie Kondo Methode, ist gleich ein bisschen etwas selbst, was mir selbst sehr gut gefällt, ein paar Inspirationen findet und dass ihr einfach euren Kasten so gestaltet, wie ihr es möchtet und hier einfach Freude mit dem Video habt. Viel Spaß! Ich werde jetzt so beginnen, dass ich mit dieser Seite beginne und mich dann nach drüben arbeite, wo die Hemden von meinem Freund hängen. Und jetzt fangen wir einfach an, indem wir unsere ganze Kleidung von den Bügeln herunternehmen, aus den Kasten geben und in meinem Fall auf den Boden werfen und dann aussortieren. That I still can stand, but every time I think these scars about to mend. Bei dem Kleid brauche ich nicht lange überlegen, das macht mich definitiv glücklich. Das erinnert mich erstens an meine Cousine, da ich es von ihr bekommen habe. Zweitens ist es rosa, meine Lieblingsfarbe mit weiß, und ein sehr fröhliches Kleid, das einfach im Sommer einfach gut kommt und mich einfach glücklich macht. Das heißt, das kommt auf den Stapel, genau. Und man soll 3, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich habe immer 3 Stapel gemacht. Einen Stapel, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, dass ich es behalten möchte. Einen Stapel, der gleich mit weggeben ist. Und ein Stapel, der ist mit vielleicht. Den vielleicht Stapel geht man dann zum Schluss noch einmal durch. Und dann hat man zum Schluss eben die 2 Stapel. Das ist zum Beispiel eins meiner Lieblingskleidungsstücke gewesen, aber es hat 3 Löcher. Und ich muss ehrlich sagen, eine Kleidung mit Löchern möchte ich nicht tragen. Das heißt, auch wenn es mir sehr gut gefallen hat und sehr lange gut gedient hat, es hat Löcher und deswegen gebe ich es weg. Wenn man eine Kleidung weggibt, dann soll man laut Marie Kondo sich bedanken für die schöne Zeit, die man mit dem Kleidungsstück hatte, und es dann einfach weggeben. Also danke, liebes Kleidungsstück, dass du mich so lange begleitet hast, dass du mir so viel Freude gemacht hast, aber da du Löcher hast, weil ich die eben so viel getragen habe, kommst du auf den nicht behalten Stapel. Kleidungsstück kommt weg, 3 sind auf dem vielleicht Stapel. Ja. Gut, dann würde ich sagen, starte ich jetzt einmal mit den Kleiderbügeln. Warum hänge ich so viel? Das kommt auch in dem Buch vor. Marie Kondo sagt, alles was hängen möchte, soll hängen. Und tatsächlich ist es so, dass wenn man etwas aufhängt, hat man den Vorteil, dass man es erstens gleich sieht und dass es durchs Hängen keine Falten bekommt. Also ich würde, um ehrlich zu sein, das meiste aufhängen. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mit Aufhängen vom ersten Teil. Was in dem Buch auch gut erklärt wird, ist, wie man seine Dinge hinhängen soll. Also das heißt, Kleidungsstücke, die lange herunterhängen als erstes. Nicht also kurze Kleider, lange Kleider, kurze Kleider, lange Kleider. Und eben nach Farben. Was ich noch mache, was ich glaube, das habe ich auch vom Buch, aber das war mir früher auch immer schon sehr wichtig. Ich hänge die Kleiderbügel immer in eine Richtung. Und wenn die Kleiderbügel einen Bogen haben, also der ist jetzt ganz gerade, da ist es egal, aber wenn sie so einen Bogen haben, wie der Kleiderbügel, dann schaue ich, dass sie auch immer in eine Richtung zeigen. Man sieht das, also das ist so ein Stoffwollkleid. Und wenn ich da jetzt den Kleiderbügel hineingebe, dann hat er hier
macht er dann so eventuell ein Loch hinein. Ne? Und da gibt es eben von IKEA diesen Schutz, den man über den Kleiderbügel gibt und dann hat so eine Abrundung. Jetzt sind tatsächlich meine weißen Kleiderbügel aus. Also wie man sieht, wenn man seine Kleiderbügel wechselt, man kann nicht genug Kleiderbügel kaufen. Tipp vorab. Das heißt, ich werde jetzt schon ein paar Sachen von... von der anderen Seite herübergeben, weil ich wirklich diesen Kasten zuerst mal fertig machen möchte. Diese Kleiderbügel haben jetzt eine andere Form. Wie gesagt, das stört mich nicht, dass es jetzt anders ist. Oder stört es mich doch? Es stört mich. Genau, was ich auch vergessen habe, also nicht nur die Kleiderbügel schauen in eine Richtung, sondern auch die Kleider. Also wenn ich hinten den Verschluss habe, dann ist er immer hinten, dann ist er immer rechts. Starten wir mit dem zweiten Teil des Kastens. Wir nehmen einfach die Kleidungsstücke aus dem Teil raus, werfen sie am Boden, sortieren sie aus und geben sie dann wieder zurück. Und hier gilt einfach wieder das gleiche Prinzip wie vorhin, also in eine Richtung hängen und nach Farben sortieren und nach der Größe. Ja, da ich jetzt keine weißen Kleiderbügel mehr habe und mir eindeutig zu wenig gekauft habe, nehme ich jetzt natürlich die braunen. Das heißt, diese Seite ist jetzt fertig. Ich habe hier wieder meine Jacken, dann hier die Sportwesten, Hosen und meine Röcke. Und jetzt gehen wir auf zum nächsten Teil, wo ich eben meine Westen und schönen Blusen habe. Bei den Westen muss ich nicht aussortieren. Die habe ich erst aussortiert, da weiß ich, dass ich alle behalten möchte.
habe mich jetzt eben hier entschieden für zuerst meine Westen, Wollwesten, dann so dünnere Westen, Pullover, die ich einfach gerne hinhängen möchte, meine Blazer, Sportpullover, dünne Blusen und hier habe ich noch eine Jacke, die so eine Sportjacke ist. Also ich bin mir nicht sicher, vielleicht werde ich dann noch die Sportsachen auf eine Seite geben. Das entscheide ich aber dann, wenn ich die neuen Kleiderbügel habe. Das heißt, diese Seite ist jetzt mal vorerst auch fertig. So. Also ich glaube, das wird heute länger dauern, als ich mir vorstellen kann. Deswegen habe ich einen großen Kaffee bei mir und eine große Flasche Wasser mit Zitrone und Himbeeren. Und das heißt, ich bin gut gerüstet für die nächste Aktion hier. Am besten wir starten mit dem Zusammenbau meiner unterschiedlichen eurem Kleidungsschrankorientierer. Ich werde euch alle auch, wie schon gesagt, unten noch einmal verlinken. Von uns werden es kennen. Wir legen ja vieles, wenn wir Laden haben, vor allem legen wir die Kleidung so zusammen. So, so, so und so. Ne? Und geben dann die Kleidung gestapelt übereinander in die Laden hinein. Also nicht in die Laden, in die Regale. Und das habe ich euch ja schon gesagt. Der Nachteil ist einfach, dass wenn wir die Dinge übereinander gestapelt haben, also sagen wir, wir haben sie so übereinander gestapelt, dass wir erstens mal nicht alles gut sehen können. Wenn wir es hintereinander im Kasten haben, sehen wir die hinteren Reihen sowieso nicht. Und wenn es mal schnell gehen muss, heben wir es natürlich nicht immer so schön auf und ziehen es hinaus, sondern ziehen einfach die Kleidung irgendwie weg. Und das ist eben die Idee von Marie Kondo, dass die Kleidung im Laden drinnen ist und dass sie steht. Was bedeutet jetzt stehen? Also sie sagt immer, man soll einmal die Kleidung, wenn man sie zusammenlegt, schön gerade streicheln. Also streicheln. Ja, einfach der Kleidung Liebe schenken auch. Sie wärmt einen ja und macht uns glücklich. Dann falten wir sie wieder zusammen. So. Und dann haben wir unsere Kleidung so und anstatt, dass wir sie jetzt einfach so zusammenlegen, machen wir das in mehreren Schritten. Schritt Nummer 1, sie wird mal so bis kurz unter der Hälfte zusammengelegt, ja? Oder bis zur Hälfte. Dann nehmen wir den Teil und legen ihn so hin, dass er unter der Naht ist. Ja? Also nicht genau drauf, sondern unter der Naht. Und dann klappen wir es zu. Dann ist die Kleidung hier so zusammen und dann stellen wir sie nicht so hin, dass das Zusammengelegte oben ist, sondern wir stellen sie so in unseren Kleiderschrank. Und sie steht. Und das Tolle daran ist einfach, dass wir dann die Kleidung von oben sehen und dass wir sie dann einfach schön herausnehmen. Ja? Das heißt, wir sehen sie, nehmen sie heraus. Das ist eigentlich die perfekte Methode. Und jetzt ist halt die Frage, in welche Box ich sie hineingebe. Ich tendiere aber zu diesen hier. Ja, meine Laden sind eben so groß, dass sie sich einfach dann... Ja, es ist einfach umgefallen, weil natürlich, wenn es sich gegenseitig dann hält, ist es immer leichter. Diese Laden hier, also diese Boxen, sind einfach perfekt, weil sie für T-Shirts genau die perfekte Breite haben, ja, oder? Eben für mich in meinem Fall, für meine Kleidung. Das heißt, ich gebe es so hinein und schlichte es dann hin. Passend natürlich meine Pyjama-Hose. Also das ist ein Pyjama-Oberteil,
passend nehme ich jetzt meine Pyjama-Hose dazu. Und hier funktioniert es eigentlich ziemlich ähnlich wie bei den T-Shirts. Man hat allerdings da ein bisschen einen längeren Weg. Also die meisten Hosen, sagt sie ja, soll man sowieso aufhängen. Aber meine Pyjama-Hose möchte ich eigentlich nicht aufhängen. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, dass ihr sie aufhängt, hängt sie einfach auf. Es ist einfach, jeder hat seinen Kleiderschrank und jeder soll seinen Kleiderschrank so haben, wie er für sie oder für ihn einfach perfekt passt. Und dass man sich einfach in seinem Zuhause wohlfühlt, das ist ja das Wichtigste. Jetzt mache ich es wieder so, ich lege es ein bisschen mehr als über die Hälfte zusammen. Das heißt, ich gebe hier meine Hand her, lege es hier zusammen, wieder aber unter der Naht. So. Dann noch einmal und dann ein letztes Mal. Das heißt, wir haben hier jetzt unsere Hose, also meine Hose, die eigentlich genau die gleiche Form hat, also gleich zusammengelegt ist wie das T-Shirt. Das heißt, wir nehmen unser T-Shirt, geben es oben hinein und dann kommt eben die Hose dazu und kommt dann hier so gemeinsam hinein. Oh, how it burns, we barely started. Oh,
taking off to the sky. It's you and me tonight. Ooh, baby. You know there was something special. Baby boy, you are my treasure. I know we got it. I know we got it, baby. Got it, baby. I knew that it was something special. Baby boy, you are my treasure. I know we got it. I know we got it, baby. Got it, baby. At the wrong place at the right time, 'cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky when you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy, I will let my guard down. Don't wanna be shy, about everything that was on our mind. Talking to you gave me butterflies. Then you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy, I will let my guard down. Don't wanna be shy, kann man sehr gut erkennen, die sind, der ist dreckig, das heißt, er kommt in die Wäsche, aber grundsätzlich, die sind etwas dicker. Das heißt, man kann sie natürlich auch aufstellen, die stehen sogar richtig gut. Meine Lade geht, aber bei manchen Pullovern geht sie nicht und dadurch, dass ich eigentlich recht wenig so Pullover habe, lege ich sie lieber gerne hintereinander hin. Das ist aber Ansichtssache, das Wichtige ist einfach, dass man sie bei der Methode von Marie Kondo nicht stapelt. Sipping on the rocks, citrus in our beverages, citrus in our beverages. She don't leave the good sides, always pretty smiles are covering her faces. You know it is all lies, you know it is all lies. On and on and on it goes, round and round the rodeo. Breathing out air for a minute, taking my time to begin with. On and on and on it goes, swinging down in life, you know. Waiting all there for a minute, yeah. Hey, would you rather stay right here? Make everything disappear. Keep playing my favorite song. Put your rose-colored glasses on. Diese Box habe ich mir von Amazon bestellt und hier habe ich mir gedacht, werde ich meine BHs reingeben. Schauen wir mal, wie es mir dann gefällt. Put your rose-colored glasses on.
all calm down? Why don't we all calm down? I think I'm the wrong size. Not enough room for everybody's egos. Why don't we all calm down? Why don't we all calm down? On and on and on it goes, round and round the rodeo. Ja, ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit. Das passt eigentlich sehr gut. Mehr BHs darf man nicht haben, aber ja, wenn man mehr hat, kann man sicher einfach eine zweite Box bestellen. Das Tolle an dem Buch Magic Leaning ist auch, dass man total viele Tipps bekommt für Boxen. Und ein guter Tipp ist, man kann doch einfach von Schuhschachteln den Deckel verwenden. Man braucht ja die Schuhe nicht in Schuhschachteln, wenn man einen Schrank hat, wo man es aufstellen kann. Und ich war damals total begeistert, weil ich wirklich extrem viele Schuhschachteln hatte und die habe ich dann alle weggegeben und so gut es geht halt dann eben verwendet. Da ich mir aber jetzt diese Box gekauft habe und für die nicht wirklich eine andere Verwendung finde als für Krawatten oder Gürtel, werde ich die jetzt einfach dafür verwenden. Always pretty smiles are covering our faces. You know it is all lies. You know it is all lies. Ja, das sieht dann so aus. Also ich glaube, dass das sogar für Krawatten gehört und für Gürtel. Aber ja, das gefällt mir extrem. Als nächstes kommen wir wieder zu diesem Teil des Kleiderschrankes. Ich habe hier meine ganzen Schals, Hauben, Handschuhe und so weiter für den Winter. Und ich möchte das ehrlich gesagt ein bisschen neu machen, weil es mir nicht übersichtlich genug ist. Dazu habe ich mir von IKEA diese große Aufbewahrungsbox gekauft. Und ja, ich werde jetzt einfach mal alle Schals da hineinschlichten. Da sieht man übrigens, habe ich auch wieder so einen Schuhkarton verwendet. Und ja, mit den Schals geht das ganz einfach, da weiß ich auch, dass ich sie nicht weggeben möchte, weil ich sie erst vor dem Winter sortiert habe. Tatsächlich das Endergebnis. Ich starte mit der rechten Seite. Hier habe ich meine Kleider sortiert und ganz unten habe ich im Gegensatz zu vorher mir drei weiße Boxen besorgt, da es mir einfach besser gefällt für die Optik, einfach weil alles weiß ist.
Was euch sicher auch auffällt, ich habe jetzt überall weiße Kleiderbügel und ich bin wirklich extrem froh darüber. Ohne. Es hat sich ein brauner Kleiderbügel versteckt. Okay, der muss noch weg. Ein kleiner Schönheitsfehler. Aber machen wir weiter. Hier rüben, wo der Übeltäter ist, seine braune Kleiderbügel, habe ich meine Westen, also meine Jacken, in dem Fall meine Winterjacken, meine Sportwesten, Sportbekleidung und hier meine Hosen. Hier herunten in den Laden bin ich hier meine Socken. An den Socken habe ich nichts verändert. Das ist zwar nicht die Marie Kondo-Methode, aber ich bin mit der Methode sehr zufrieden. Ganz hier herunten habe ich meine Sportbekleidung und zwar ausschließlich die T-Shirts und hier eben noch so Jacken. In dieser Lade sind meine Sporthosen, lange Hosen, kurze Hosen, da habe ich nicht so viele, aber ja, sind halt eben so aufgelegt. Meine Badewäsche und hier tragen haben wir Masken, die wir tragen. Ja, und wie gesagt, hier unten sind eben meine ganzen Socken. Da ist meine Taschenlade, Westen, dann also die dicken Westen, dann etwas dünnere Westen. Und hier herüben dann meine Blusen aufgehängt. Das habe ich eh schon gezeigt. Überall bei den Westen sind diese Bügel oben, dass eben keine Weste kaputt wird. Hier haben wir dann die Krawatten und Gürtel von meinem Freund. Und meine BHs, die ich jetzt mal hier herausnehmen lasse. Das gefällt mir eigentlich auch recht gut. Und hier habe ich meine Sommerhütte versteckt. In dieser Lade sind meine ganzen dicken Pullover auch nach Farben sortiert. Ich habe hier meine T-Shirts mit Ärmel, die Erinnerungs-T-Shirts, kurze Ärmel, alles kurze Ärmel und hier kurze Hosen und kurze Röcke. Und in der ganz untersten Lade, das war eine eindeutig der katastrophalsten, sind meine ganzen Pyjama, Nachthemden. Und hier haben wir die Strumpfhosen und Leggings. Also mit den Laden muss ich sagen, bin ich wirklich sehr zufrieden. Das ist allerdings eindeutig ein Dankeschön an die Boxen. Ja, und hier herüben haben wir die Kleidung von meinem Freund noch. Und zwar hier die Hemden und die Hosen. Da hat sich nichts verändert, das war vorher auch schon schön. Ja, vielen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, euch gefällt mein Kasten gut. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen Inspiration dadurch bekommen. Und ein letzter Tipp von mir, auch wenn in dem Buch Magic Cleaning einiges beschrieben wird, das sehr gut ist und ist eigentlich alles sehr gut, aber trotzdem findet euren Weg, findet eure Lösung, die zu eurem Schrank am besten passt. Und die einfach für euch im Alltag sich gut ergibt und wo ihr einfach eine Freude damit habt. Sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Vergesst nicht, alle Produkte, die ich hier verwendet habe und das Buch und die YouTube-Videos von Marie Kondo verlinke ich euch in der Infobox. Ja, und jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!